Das Wortspiel lässt sich nach der Einwechslung nicht so einfach auswechseln. Ist er der neue Heiland bei Borussia Dortmund? Der 19-jährige Zugang Erling Haaland? Lediglich 23 Minuten hatte er gebraucht, um sich in die Geschichtsbücher der Bundesliga einzutragen. Haaland war gegen den FC Augsburg nach knapp einer Stunde eingewechselt worden. Da stand es 1:3 gegen Dortmund. Kurz darauf dann drehte der BVB dank dreier Haaland-Treffer die Partie und gewann noch mit 5:3. BVB-Fans in Dortmund zeigten sich am Dienstag angesichts dessen relativ nüchtern. Wir sind jetzt alle sehr euphorisch, aber er muss ja auch jetzt die anderen 16 Spiele in der Rückrunde, die müssen erstmal gespielt werden. Aber man soll eben auch nicht jetzt gleich sagen, juhu, er hat 3 Tore geschossen, er ist der Beste, der Größte. Es gibt eben auch Tage oder Spieltage, wo er eben vielleicht weniger bringt und wir ihn trotzdem gern haben dann. Ja, und wenn er so weitermacht, dann werden wir wahrscheinlich bestimmt noch sehr viel Freude an ihn haben. Ne? Da ist ein richtiger Stürmer und ich glaube, er macht viel Tor und Dortmund gewinnt sowieso dieses Jahr wird Meister, 100%. Am Freitagabend steht nun das Heimdebüt des Norwegers auf dem Programm. Im Spiel gegen den ersten FC Köln, der allerdings, ähnlich wie Haaland, auch gerade einen Lauf hat.